Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein Aufgebraucht-Video für dich, was ich so in den letzten, ich sag mal so ungefähr 6 Wochen leer gemacht habe. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich muss wirklich aufpassen, wo ich hier mit meinen Händen hingehe, denn der ganze Tisch hier ist voll. Ich sortiere das ja immer so ein bisschen nach Kategorien, damit das hier auch ein bisschen kontrollierter abläuft. Ich habe auch während des Videos eine kleine, aber feine Verlosung für dich und ich würde jetzt einfach mal starten mit den Produkten, die mir hier am meisten im Weg sind, quasi die voluminösten Produkte. Das ist quasi die sonstige Abteilung. Also ich habe hier Slip-Einlagen leer gemacht, die finde ich ganz gut. Das sind die von Yessa. Die sind in Flexiform, verwende ich immer wieder gerne, kann ich auch sehr empfehlen. Die sind, halt flexibel. Die kannst du für einen ganz normalen Schlüppi oder für einen Tanga oder für Panty oder was nicht alle du anziehen willst, sehr gut verwenden. Mag ich auch mit am liebsten, weil die halt auch eine angenehme Dicke haben und ja, ich brauche die, ich verwende die und deswegen sind die jetzt auch einfach mal leer. Dann habe ich hier noch eine Packung mit Kosmetiktüchern. Da nehme ich jetzt in letzter Zeit immer die recycelten, habe auch noch eine neue recycelte Packung hier auf meinem Tisch stehen. Ich verwende die jetzt nicht irgendwie, um mich abzuschminken, sondern zum Beispiel für Nasenschneuzen oder wir haben die auch generell so auf dem Tisch stehen, ne? Wenn wir irgendwie essen, dass man sich dann den Mund mal abputzen kann oder die Hände, dass man einfach mal irgendwie sowas hat. Finde ich ganz praktisch und hier halt dann tatsächlich, wenn ich irgendeinen Spack an den Finger habe und irgendwie gerade einen nassen Lappen da habe. Da denke ich nämlich nicht immer dran. Ich versuche mich dran zu erinnern, aber ich vergesse es manchmal. Genau, und das hier ist einfach eine schöne Box, wo du halt auch zwei Seiten davon, dass einmal diese Seite und einmal diese Seite rausschneiden könntest und dann als Karte zum Beispiel verwenden kannst, werde ich hiermit auch machen und das dann, wenn ich eine Verlosung habe, das dann auch so als Karte mit reinpacken. Finde ich ganz cool. Ansonsten ist es halt ja auch eine Pappverpackung und nicht Plastik. Finde ich sehr, sehr schön und halt auch die Kosmetiktücher, die drin sind, sind recycelt. Also nicht die Tücher, sondern ne, das Material, also die Zellulose, ich weiß nicht, wie man das sagt. Jetzt kommen wir mal, ja gut, das ist erstmal hier was Unspektakuläres. Natürlich geht man noch auf die Toilette, Scherklopapier. Haben wir jetzt hier eine Verpackung leer gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum ich das hier mit in meine Box genommen habe. Dann kommen wir jetzt mal zu zwei sehr spektakulären Produkten, die ich in meinem DM-Nachhaltigkeits-Haul vorgestellt habe. Es sind umstrittene Produkte. Und zwar geht es einmal um die Menstruationsunterwäsche, sprich diese Unterbüchse und die waschbare Binde. Ja, ich hatte in der Zwischenzeit meine Erdbeerwoche und habe dann auch beides tatsächlich getestet. Dadurch, dass ich meine Pille abgesetzt habe, habe ich die nicht mehr so lang, wie ich das mal hatte. Das heißt, ich habe die dann immer so 3 Tage und danach habe ich nur noch so Schmierkrams. Das heißt, am ersten Tag, wenn ich die halt sehr intensiv habe, auch mit Regelschmerzen und so weiter, nehme ich die jetzt nicht, aber ich habe die so am zweiten Tag genommen. Die Binde, die waschbare Binde, habe ich nachts genommen und da fand ich, also ich habe mich sehr gut geschützt gefühlt. Das ist eine Binde, die du dir quasi dann in den Slip reinlegst, mit einem Druckknopf dann unterhalb verschließt und ich hatte erst so Bedenken, vielleicht wandert die oder rutscht dann so auch nachts, weil man sich ja auch bewegt. Gar nicht. Also die kann ich wirklich empfehlen. Das hat mir auch gut gefallen. Dadurch, dass sie schwarz ist, sieht man nicht, ob sie jetzt noch irgendwelche Verfärbungen mit drin hatte. Es war aber nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und es aussah wie ein Blutbad oder sowas, da muss ich wirklich eine Empfehlung für aussprechen. Und genau so tatsächlich verhält es sich mit dem Slip. Also den habe ich am zweiten Tag getragen und habe nicht extra eine Menstruationstasse genommen. Ich habe nicht Slip-Einlagen, ein OB, eine Binde oder sonst was mit reingemacht. Ich habe es wirklich den ganzen Tag über auch auf der Arbeit getragen. Zuallererst, ich habe die Größe M, das ist die Größe 38 bis 40, habe ich normalerweise auch in Unterblinden. Das heißt, das passt auf jeden Fall. Ich hätte sie mir nicht unbedingt eine Nummer größer geholt, weil sie dann sich nicht so schließend angefühlt hätte, sage ich jetzt einfach mal ganz blöd. Das heißt, das war schon passend. Ne? Also wenn man sie anzieht, dann denkt man sich erst so, doch, ist vielleicht ein bisschen eng, aber es ist genau so richtig, weil sie dann halt auch schließt. Hört sich blöd an, aber es ist so. Das Tragegefühl richtig schön. Du hast dich nicht gefühlt, als hättest du jetzt gerade deine Periode und würdest auslaufen und hättest überall Kram und müsstest aufpassen, wo du dich hinsetzt. Nee, Empfehlung, definitiv. Es war auch nicht so, dass ich dann, wenn ich auf die Toilette gegangen bin, irgendwie was irgendwo noch dran hatte oder sonst irgendwie. Ne? Ich bin dann auch mal mit einem Klopapierstückchen und habe geguckt, ob da was dran hält. Nö, aber ich hatte ja meine Periode. Das heißt, da ist theoretisch irgendwas drin gewesen. Ich habe die, als ich die gewaschen habe, vorgereinigt,
unter fließendem Wasser und danach aber ganz normal bei 60 Grad gewaschen, genauso auch die Binde. Und ich quatsche jetzt ganz schön lange schon über die beiden Teile. Empfehlung auf jeden Fall, auch wenn die ein bisschen teurer sind, aber irgendwie haben sie mir gefallen und ich werde sie auch weiter verwenden. Dann kommen wir hier zu einer Seife, die hatte ich in der Box irgendwie mit drin von Rituals, da hängt auch noch ein Haar dran, herzlichen Glückwunsch. Ritual of Sakura Blossom Hand Wash hat mir gut gefallen, hat die Hände sauber gemacht und einen schönen Duft hinterlassen, den du auch dann, nachdem du die Hände gewaschen hast, auf den Händen hattest. Ja, deswegen fand ich gut, würde ich aber nicht nachkaufen, weil es einfach echt teuer ist, ne? Und dafür Seife, weiß ich nicht, macht für mich keinen Sinn, da jetzt viel Geld für auszugeben. Ein Produkt, was ich verwendet habe, um meine Pinsel zu reinigen, ist von Bübchen Shampoo und Spülung. Ich hatte mal irgendwo in einem Hack gelesen, dass man Babyshampoo oder Kindershampoo zum Pinselreinigen nehmen kann. Muss ich sagen, fand ich nicht so gut, weil sich das ziemlich schwer auswaschen ließ, weil wahrscheinlich ziemlich viele Tenside oder sowas drin sind. Das hat sehr, sehr geschäumt. Dementsprechend hattest du die ganze Geschichte auch in den Pinseln drin. Und das dann wieder auszuwaschen, erfordert natürlich dann auch viel Frischwasser. Und das fand ich dann halt eher unsinnig. Ich werde jetzt demnächst einfach Seifen verwenden. Irgendwo habe ich hier, genau. Da habe ich hier zum Beispiel von Alverde aus dem Adventskalender eine Pflanzenölseife mit Limonenduft. Ja, die habe ich einfach zum Pinselreinigen genommen. Die fand ich richtig gut, weil die auch sehr, sehr schnell den ganzen Schmodder aus den Pinseln rausgenommen hat, gerade so aus Beautyblendern, Foundation-Pinseln und so. Das fand ich sehr cool, weil das sehr effizient war und das alles einfach erleichtert und verbessert hat, gefühlt. Dann habe ich ein Produkt von Essence, das Hydra Nail Care Serum verwendet. Das habe ich für meine Fußnägel verwendet. Das habe ich mir jeden Abend drauf gemacht, bevor ich meine Füße unter die Bettdecke gesteckt habe. Das ist einfach wie ein Nagellack quasi. Du hast hier unten drin dann noch diese Kügelchen oder halt oben kleben auch noch welche. Die kriegst du da nicht raus. Die fand ich ein bisschen über, weil wenn du die halt drauf gemacht hast, dann musstest du die halt richtig verreiben, dass die aufplatzen und dann entsprechend, das quasi deine Nägel dann befeuchtet werden. Also für mich reicht es, wenn es ein ganz normales Serum ist, da brauche ich nicht noch Kügelchen drin. Ich verwende sowas gerne, weil ich habe runde Nägel, also mein Nagelbett ist sehr, sehr merkwürdig und deswegen wachsen meine Nägel gerne ein, sowohl meine Fingernägel, wobei die nicht so intensiv, weil die habe ich halt eher so und dann knabber ich halt, ich böse. Den Fußnägeln mache ich das nicht, die sind auch sehr weit weg von meinem Gesicht und was rede ich hier? Okay, auf jeden Fall wachsen die halt auch relativ schnell ein. Damals bin ich auch schon zweimal dran operiert worden. Das heißt, ich habe da wirklich ein Problem mit. Und das hilft mir aber tatsächlich, dass meine Nagelhaut irgendwie weicher ist und die Fußnägel dann nicht einwachsen. Ist ein relativ merkwürdiges Thema, aber deswegen verwende ich das sehr, sehr gerne und kann das halt auch einfach empfehlen. Dann habe ich ein Produkt leer gemacht, was jetzt gerade sehr spackig aussah. Sieht, das habe ich auf der Arbeit stehen. Das ist von Mercy Handy Black Vanilla Love and Hand Cleansing Gel. Das ist einfach so ein Handreinigungsgel, was man zwischendurch verwenden kann. Ich bin im Vertriebsinnendienst als Vertriebs- und Marketingassistentin, bin aber auch die Assistentin von einem unserer Geschäftsleitungsmenschen, eben meinem Chef. Und da hat man dann auch mal mit Menschen zu tun, die vielleicht auch aus aller Welt kommen. Und dann mag ich es einfach lieber, wenn man sich halt die Hände schüttelt, dass man eben so am Tisch sich die Hände dann kurz mit so einem Gel irgendwie reinigen kann, weil es irgendwie fürs Gefühl ist es irgendwie schöner. Oder wenn man genießt hat, wenn man sich die Nase geputzt hat oder so, dass man das eben kurz verwendet und dann hat man einfach ein besseres Gefühl für sich und für sein Umfeld, finde ich. Deswegen habe ich da auch immer wieder einen stehen. Damals habe ich mich immer gefragt, wofür soll ich das verwenden? Ich habe doch meistens irgendwo ein Waschbecken in der Nähe. Dann ist mir aber aufgefallen, dass mein Job dann doch irgendwie so ist, dass ich Menschen anfasse. Und dass ich auch mal niese und so ein Kram. Und jetzt habe ich tatsächlich für solche Produkte endlich mal eine Verwendung für mich gefunden, was ich etwas feier. Gut, dann habe ich noch hier zwei Micellen-Reinigungstücher bzw. pflegende Reinigungstücher. Einmal von Nivea, einmal von Balea. Was soll ich dazu groß sagen? Die habe ich hier verwendet, weil ich ja nicht immer dran gedacht habe, einen Lappen zu haben. Oder wenn ich zum Beispiel Lippenstifte oder etwas Lidschatten, Highlighter, wie auch immer, geswatcht habe oder intensivere Geschichten dann auf meinem Körper hatte, weil ich mache ja gerade hier mit euch auch die Reihe, dass ich euch ja meine komplette dekorative Kosmetik zeige. Und um das einfach von der Haut auch runterzukriegen, brauchte ich sowas. Ich habe hier tatsächlich auch so einen Reinigungsbalm stehen. Das ist dieser, oder Cleansing Foam. Den verwende ich gerne, wenn ich hier nassen Lappen habe. Aber der kriegt das Ganze nicht so gut runter, wie halt wirklich diese Reinigungstücher. Die verwende ich natürlich nicht, um mein Gesicht zu reinigen.
sondern um Swatches zu entfernen, sei es auf meinem Arm, auf meinem Körper oder sonst irgendwo. Oder wenn ich halt, keine Ahnung, hier unten mal so ein bisschen aufräumen muss oder Lippenstift abmache und mir den anderen drauf mache, ne, zum Beispiel so für sowas. Und da habe ich irgendwie jetzt zwei leer gemacht, weil ich jetzt hier auch gerade ziemlich viel am Swatchen war. Genau. Aber ich kaufe mir sowas nicht nach. Wenn ich sowas habe, dann habe ich das nur, weil das in irgendwelchen Boxen mit drin war, in irgendwelchen Tauschpaketen, Trashpaketen, was auch immer. Ich kaufe mir sowas nicht selber. Genau, aber wenn es da ist, wird es verwendet. Dann habe ich leer gemacht. Wir verwenden ja, wir verwenden einen Waschball. Also das ist, wir verwenden ja kein Waschmittel mehr, nur sehr, sehr selten bei sehr verschmutzter Wäsche. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Menstruationsunterwäsche da gewaschen habe, habe ich das gemacht, dass ich Waschmittel verwendet habe. Ansonsten haben wir diesen Waschball, das verlinke ich dir auch mal unten in der Infobox drin, zusammen in Kombination mit diesen Trocknerbällen aus Schafswolle ist das, glaube ich. Da brauchst du kein Waschmittel mehr, da brauchst du keinen Weichspüler mehr. Ich möchte aber trotzdem noch so ein bisschen Duft in meiner Wäsche drin haben und da empfiehlt es sich, ätherische Öle zu verwenden. Ich hatte mal eine Kooperation mit Organic Aromas. Die haben mir ein Diffuser zukommen lassen und da waren halt auch so Essential Oils, essentielle Öle mit drin. Da habe ich hier leer gemacht Energy und das hat sehr gut gerochen, das hat sehr angenehm gerochen und ja. Hat uns gut gefallen. Jetzt haben wir gerade das nächste in Anwendung. Da mache ich dann immer 5 Tropfen von auf diesen auf den Wäscheball, dieses Ding drauf, dieses grün-lila Vieh. Das kommt dann zur Wäsche dazu und dann in die Waschmaschine. Ja, und so riecht die Wäsche halt wenigstens nach etwas. Dann habe ich jetzt einen aktuellen Rasierer in Anwendung. Das ist der von Bulldog. Den habe ich ja auch in meinem DM Nachhaltigkeitsfall gezeigt. Genau. Der ist total super. Wirklich geil. Also richtig, richtig geil. Das ist ein Männerrasierer, aber ich verwende den für mich, weil ich den einfach lieber habe. Keine Ahnung. Ich finde Männerrasierer irgendwie besser als Frauenrasierer, weil die bei mir besser funktionieren. Hier steht zwar Hautpflege für Männer drauf. Ich bin eine Frau. Aber ich komme damit klar. Genau. Das ist ein Bambusrasierer. Das heißt, dieser Steg, den du hier siehst, der Stiel, der ist aus Bambus. Und ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, nicht, dass mir das irgendwie unter der Dusche gammelt oder so. Aber nö, ich hänge den ganz normal in die Dusche rein und das ist alles tutti, ne? Also das Holz ist jetzt nicht irgendwie aufgequollen oder sonst irgendwas. Und man muss dazu sagen, Bambus ist ja eigentlich auch etwas, was in der Nähe von Wasser wächst. Also von daher muss ich mir da keine Sorgen machen. Ja, ist ein 5-Klingen-Rasierer, hat einen flexiblen Kopf und so weiter. Ich finde den richtig klasse und kann den wirklich empfehlen. Ja, deswegen. Wollte ich den jetzt hier mal zeigen. Den Rasierer, den ich vorher benutzt habe, das ist dieser hier von Gillette. Das ist ein Gillette Fusion Power oder so hieß der. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Das ist hier einer mit Batteries, aber der ist jetzt auch leider kaputt. Also da hast du keine Vibration mehr drin. Den konnte man aufdrehen. Ist hier noch eine Batterie drin? Oh ja. Da ist auch Wasser drin. Das ist ja großartig, ne? Ja, der ist wohl undicht geworden. Das scheint der Grund zu sein, weswegen das Ding kaputt gegangen ist. Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall kommt er jetzt in den Müll, weil ich habe jetzt zum einen einen neuen, zum anderen ist der einfach kaputt. Ich hätte mir so oder so ein neues Handteil kaufen müssen. Jo. Hallo? Bist du jetzt an oder aus? Keine Ahnung. Geht eh nicht. So, ich fand den aber eigentlich ganz gut wegen der Vibration. Das war sehr angenehm für die Haut. Aber auch mit dem von Bulldog habe ich jetzt nicht so die Hautirritation. Nö. Gut. Dann kommen wir zu dem Thema Gesicht, würde ich jetzt mal so sagen. Also Gesichtspflege. Da fange ich einfach an mit einem Produkt, was leider ein Flop-Produkt für mich ist und was ich jetzt für mich aussortiere, was jemand anders gerne haben kann, aber bei mir einfach nicht funktioniert. Das ist hier von Dr. Pierre Rico. Leider, leider diese Augencreme. Contour Yeux de Nuit. Es ist eine Augennachtcreme. Die habe ich, ja, ich weiß nicht, 1-2 Wochen oder so verwendet und meine Augen haben sich da irgendwie nicht so, nee. Also die sind sehr trocken geworden, sehr wund, schuppig und hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat bei mir leider gar nicht funktioniert. Es hat gebrannt nachher. In der First Impression habe ich mir gedacht, oh, fühlt sich ganz gut an, ist ganz schön, hat mir gefallen. Ich fand das cool, dass es hier mit so einem Applikator ist, ne, dass du da die Geschichten rausbekommst. Aber meine Augenpartie hat es echt nicht vertragen. Ich bin halt mit einer sehr empfindlichen Haut unterwegs und ich habe es halt angefangen zu nehmen, als ich meine Erdbeerwoche bekommen habe. Kann vielleicht auch daran liegen, weil da meine Haut noch etwas mehr empfindlich ist. Aber bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert, deswegen wird es leider aussortiert. Ein Produkt, was ich neu hier habe, was ich richtig cool finde, ist von Fräulein B. der Magic Make-Up Remover Pad Gedönsen. Ist ein einziges Pad hier drin.
ist ganz schön teuer. Also, ob man das jetzt nimmt oder ein Washi oder die Norville Abschminkpads, ne, ist relativ Pelle. Oder die von Evelyn, ich finde, die tun sich da nichts. Wirklich. Also, jedes Produkt ist so für seine eigene Anwendung gut geeignet. Also ich kann das alles zum Abschminken nehmen, ob jetzt fürs gesamte Gesicht, ob nur für die Augen, ob nur für die Lippen. Aber ja, das ist auf jeden Fall jetzt auch in meiner Kiste oder in meinem Rausziehschrank unter meinem Waschbecken. Man nennt es Waschbecken-Unterschrank, genau. Ja, es ist ein riesengroßes Pad, was ziemlich genauso groß ist wie diese Verpackung. Ein bisschen kleiner, sonst hätte es nicht reingepasst. Ergibt Sinn. Und damit kann ich tatsächlich mein komplettes Gesicht zweimal abschminken. Also die eine Seite für einmal und dann die andere Seite für den nächsten Tag quasi. Theoretisch. Ich packe die aber direkt nach der Benutzung immer in die Wäsche. Einfach weil ich ein bisschen Schiss vor Hautirritationen habe, weil ich halt sehr empfindliche Haut habe. Genau. Aber ist jetzt in meiner ganz normalen Routine mit drin. Gefällt mir. Ein Produkt, was ich so lala fand, ist hier von Bare Minerals die Complexion Rescue Defense, der Radiant Tint Protective Moisturizer mit Lichtschutzfaktor 30+. Das habe ich morgens verwendet über meiner Tagescreme, da die aktuelle Tagescreme, die ich in Verwendung habe, leider keinen Lichtschutzfaktor hat und deswegen habe ich die da drüber gemacht. Ich fand die doof. Ich fand den Duft furchtbar. Den hatte ich halt wirklich so den ganzen Vormittag bis zum Mittag auf meinem Gesicht und halt dann auch entsprechend nah an meiner Nase. Und dann habe ich den immer gerochen und fand das immer irgendwie meh. Und hat so einen Weißschleier drauf gemacht. Hat auch gerne mal gekrümmelt, wenn man nur ein Müh zu viel verwendet hat. Also von mir auf gar keinen Fall eine Empfehlung, weil es bei mir halt nicht so funktioniert hat. Wenn es bei dir besser funktioniert, ist das super. Aber bei mir hat es leider überhaupt nicht funktioniert. Ich habe das aus dem Bare Minerals Adventskalender gehabt, das Produkt. Und werde jetzt schauen, dass ich mir noch einen anderen Lichtschutzcreme-Gedönsen aus meiner Sammlung rauskrame und dann bei mir halt entsprechend in den Spiegelschrank packe, weil meine aktuelle Tagescreme nun mal keinen Lichtschutzfaktor hat. Genau, ja. Dann habe ich einen Lippenbalsam leer gemacht, den habe ich von YesStyle, der OGX Lippenbalsam, der einfach hier Sailor Moon Style mäßig unterwegs ist. Ich fand den ganz cool, ich habe den abends verwendet und ja, war halt so ein Cremepöttchen, das finde ich eigentlich total blöd, vor allem, weil du hier auch ganz übel in die Ecken reinkamst. Also ich bin dann nachher, um das Ganze rauszukratzen, mit dem Fingernagel so drunter gegangen, hatte das dann hier oben auf meinem Fingernagel drauf, habe das auf meine Lippen gegeben und dann entsprechend verteilt. Ja, eigentlich ist dieses Pöttchen viel zu schade, um es wegzuschmeißen. Ich werde mal die liebe Mrs. Rosa Roth fragen, ob sie dafür eine Verwendung hat, weil sie ja selber Produkte mischt in ihrer Hexenküche und deswegen packe ich ihr das mal zur Seite und schicke ihr gleich mal bei WhatsApp ein Bild. Ja, ne? Weil ich kann es jetzt für nichts verwenden, weil ich diese Pöttchen für mich als Lippenbalsam nicht mag. Und deswegen, ja, ich würde es entsorgen, aber sie hat da vielleicht eine Verwendung für. Ebenso für dieses Pöttchen, ich weiß es nicht, von Sukin. Hängt aber noch ein Haar dran, das muss ich noch sauber machen, sorry. Sensitive, eine Cleansing Lotion, die hatte ich unter der Dusche stehen. Achso, den Lippenbalm habe ich übrigens abends verwendet immer. Genau, ich habe einen für morgens und einen für abends. Morgens mit Lichtschutzfaktor. Genau, von Sukin die Cleansing Lotion. Kommen wir wieder aufs Thema. Das war ein interessantes Produkt, was ich unter der Dusche stehen hatte. Pumpspender fand ich schon mal super. Da habe ich mir immer einen Pump-Hub auf mein Foreo Mini Luna Play Füllü gegeben, um das dann entsprechend in mein Gesicht einzuarbeiten. Ich habe meistens dann vorher meine Augen abgeschminkt mit einem Augen-Make-up-Entferner. Ich habe mir dann ein Reinigungsöl auf mein Gesicht gegeben, das in meinem ganzen Gesicht verteilt, habe dann das Wasser in der Dusche angestellt, bin dann unter die Dusche gegangen, habe dieses Produkt auf dieses Foreo-Viech gemacht und habe das dann ein bisschen, das war ja feucht, ne, das habe ich mir dann auf mein Gesicht eingearbeitet und dann die ganze Suppe von meinem Gesicht runtergewaschen. Ne, so war dann quasi der Ablauf des Ganzen. Ich fand das Produkt ganz gut. Also ich habe das auch verwendet, wenn ich zum Beispiel kein Make-up verwendet habe, einfach um das Gesicht zu reinigen. Da hat es meiner Haut sehr gut gefallen. Ich habe da keine Irritation oder so von bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass ich danach auch so einen leichten Ölfilm, Cremefilm, wie auch immer, auf dem Gesicht habe. Sprich, dass es noch irgendwie eine Pflegewirkung mit dabei hatte. Viele Leute schwärmen von dieser Marke, von Sukin Australian Natural, schlag mich tot. Joa. Also hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ich fand es ganz gut. Also wer Bock drauf hat, kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Aber ich glaube, dass es relativ preislich nicht so ganz Drogerie ist, glaube ich. Weiß ich aber nicht. Hatte ich in der Box mit drin auf jeden Fall das Produkt.
wo wir schon bei Augen-Make-up-Entferner sind. Da habe ich hier zwei leer gemacht. Das ist einmal von Clinique Take the Day Off Make-up Remover. Das war ein Zwei-Phasen-Viech. Ja, der war ganz okay. Habe ich ja natürlich auch immer in Verwendung mit meinen Norville-Abschminkpads oder meinen Washis verwendet oder mit dem Fräulein B-Viech. Ja, war ganz gut, hat das Make-up runtergenommen, fand ich auch nett. Genauso war das hier auch mit dem Douglas Essential Gentle Make-up Remover for Eyes and Lips. Hier ist noch ein Physik-Kram drin. Ja, war genauso. Also hat auch das Augen-Make-up runtergenommen, das war's. Also viel mehr müssen die Sachen bei mir ja auch gar nicht machen. Deswegen war gut, hat mir gefallen. Ist beides nur, glaube ich, gar nicht so günstig. So, und dann habe ich hier einen Toner leer gemacht von Lovely, den Skin Toner mit Manuka-Honig-Extrakt. Den fand ich bis zur ersten Hälfte gut. Also normalerweise ist das ein Produkt, was ich empfehle und was ich geil finde, wo ich auch noch einige Backups von habe. So, bis zur ersten Hälfte war der auch wie gewohnt richtig geil, hat mir gut gefallen, habe ich abgefüllt in so einer Sprühflasche, weil ich das ja lieber mag und da brauchst du auch kein Wattepad oder sonst was. Du sprühst dir das einfach ins Gesicht morgens und abends nach der Reinigung und fertig. Ab der zweiten Hälfte hat meine Haut gesponnen. Kann aber auch sein, dass es da Richtung Erdbeerwoche ging und meine Haut da einfach ein bisschen verrückt gespielt hat und einfach mal zicken wollte. Ich weiß es nicht. Aber, ne, ja. Ich glaube, das lag aber an meiner Haut. Denn die erste Hälfte war ja gut. Ja, ich glaube, es lag an meiner Haut. Also gut. Ja, gutes Produkt. Glaube ich. Schön, wenn man sich selber einig ist. Gut, dann habe ich ein Produkt von Dr. Barbo leer gemacht. Hydrocellular Hyaluron Cream. Die fand ich gut. Die habe ich abends verwendet, war hier mit so einem Pumper. Dann hast du oben gedrückt und dann kam das Produkt raus. War so leicht bläulich. Das fand ich ganz hübsch. Hat dann auch irgendwie nach Hydratisierung sich angefühlt. Und ja, ist aber, glaube ich, eine recht teure Creme. Deswegen würde ich mir die jetzt nicht nachkaufen. Kann man die aufmachen? Ja, die kann man sogar aufmachen. Cool. Das ist praktisch. Ich frage mal, ob vielleicht Vanessa die haben kann. Oh, Vanessa, es tut mir leid, aber ich horte gerade Müll für dich. Ich schmeiße es weg, wenn du es nicht brauchst. Dann habe ich hier von Idun Rich Moisture Serum. Das hat irgendwie gar nicht wirklich was gebracht. Also das war quasi wirkfrei irgendwie. Habe ich halt als Serum verwendet. War eher cremig als serummäßig, also nicht so flüssig. Ja, war okay. Hat mich nicht vom Hocker gehauen. Jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Kategorie, die sich nennt Masken. Masken und alternative Skincare. Nenne ich sie jetzt einfach mal. Okay, da komme ich jetzt erstmal zu einer Maske, die ich aussortiert habe. Das ist von Onyx, die Matte Mask. Das ist diese hier. Hatte ich, glaube, von Lea im Adventskalender. Ja, hier steht es auch drauf, Lea Advent. Die sah so aus. Die hat meine Haut leider irritiert. Die hat mir nicht gut gefallen. Die hat gestunken. Die hat irgendwie mir nicht... Nee, fand ich nicht gut. Die hat eigentlich... Nee, die war nicht gut. Wird aussortiert, mal gucken, wer sie haben will. Dann ebenfalls aussortiert habe ich hier diese Instant Deep Puffing Eye Masks. Das sind diese hier, da habe ich gestern Abend welche von gemacht. Ja, die soll eigentlich entspannen und die Haut hydratisieren. Und die ist einfach furchtbar gewesen. Also das waren so, ich habe hier dieses Silbervieh, wo die Sachen drin sind. Da sind ja 8 Masken drin, das heißt 7 sind da noch drin. Das sind so Pads, die eigentlich hier so eine Gelschicht quasi mit drauf hat, ne? So Feuchtigkeitsviech. Dann machst du dir die so drunter und dann hat sich das aber so festgesogen, dass ich das nachher abmachen musste wie ein Pflaster. Und das ist halt bei einer nicht mit Feuchtigkeit erfreuten Augenpartie schmerzhaft und kontraproduktiv. Und da ich meistens eine sehr trockene Unteraugenpartie habe, macht dieses Produkt für mich einfach keinen Sinn. Und deswegen wird es aussortiert, fand ich ein bisschen schade. Das war, glaube ich, immer im Flaconi-Adventskalender mit drin. Aber gut, die werden jetzt aussortiert, weil die bei mir einfach keinen Sinn ergeben. Und wehtun und furchtbar sind. Genau. Ja, dann habe ich noch eine weitere Gesichtsmaske gestern Abend verwendet. Das ist hier diese hier von Arla. Die hatte ich in der Lifestyle-Box mit drin. Die ist zum selber anrühren. Ich hatte da eigentlich echt Bock drauf gehabt und habe mich da eh extrem drüber gefreut. Ja, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Ich heiße AiduikeP, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Wenn du solche Live-Tests nicht verpassen willst, habe ich mit dir nämlich auch zusammen auf Instagram getestet. Das ist hier einfach so ein Pulver, wovon du dir so, ja, 2 Teelöffel in ein Pöttchen gibst, dann 1 Teelöffel Wasser dazu anrühren und dann entweder mit den Fingern oder mit einem Pinsel auf das Gesicht geben. Dann lässt du das Ganze so
15, 20 Minuten auf deinem Gesicht, dann wird das auch knüppelhart und dann wäschst du dir das ab. Hört sich leichter an, als es eigentlich ist, denn ich muss es wirklich abschrubben. Und das war dann halt auch kontraproduktiv, weil das will ich doch nicht. Ich will doch nicht meine Haut reizen, wenn ich ihr Feuchtigkeit geben will. Und diese Maske soll Feuchtigkeit spendend sein. Spendet Feuchtigkeit, besonders geeignet für trockene und feuchtigkeitsarme Haut. Überhaupt nicht. Also ich würde es feuchtigkeitsarme Haut überhaupt gar nicht empfehlen. Fand ich ganz schlimm. Das ist mit Tonerde, was ja sowieso schon mal so ein bisschen dem widerspricht, wegen Feuchtigkeit spenden. Das ist ja eigentlich eher so meiner Meinung nach klärend, weil meine Haut war nachher geklärt, aber sie war halt furztrocken und hat gespannt und wehgetan. Dann ist da Honig mit drin. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass es ganz gut ist, weil Honig ja auch pflegend ist. Und dann war auch noch Buttermilch mit drin, die dann halt auch irgendwie einen gewissen Schutz geben sollte und Hautschutzvitamine und Mineralien und so ein Kram. Habe ich überhaupt nicht gut gefunden. Nein, deswegen wird die jetzt aussortiert nach einer Anwendung, weil sie einfach wehgetan hat und ich da einfach weiß, dass ich da nicht zu greifen werde wieder, weil es einfach, nee, tat weh. Hat sich gereimt, ne? Läuft bei mir. Dann habe ich ein paar Ampullen verwendet. Da habe ich einmal aus dem Balea Adventskalender diese Ampulle verwendet. Hyaluronic hieß die. So, ich habe mir dazu auch ein bisschen was aufgeschrieben. Nicht wie Alverde oder Barbour, aber okay. Samtige Haut zieht schnell ein. Jo. Also es gibt von Balea ja auch generell Ampullen, deswegen, ne, könnt ihr euch die auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe persönlich keine Angst davor, von wegen Glassplittern und so weiter. Da werde ich immer wieder nachgefragt, weil ich habe extra Abbrechhilfen oder ich mache das mit einem Kosmetiktuch oder Klopapier. Ich habe mich noch nie verletzt damit, deswegen alles tutti, deswegen alles gut. Das war doppelt gemoppelt. Noch eine weitere Balea-Ampulle ist diese hier, das ist die Winterguard-Ampulle. Ja, ne? Auch aus dem Balea-Ampullen-Adventskalender. Die Konsistenz war wie Sonnenmilch, Ergebnis ölig, toll gepflegt. Ja, das war sehr, sehr merkwürdig, aber hier sieht man auch noch ein bisschen was von, ne? Es war echt wie Sonnenmilch, war sehr, sehr merkwürdig auf dem Gesicht, vor allem, weil das ja eine Winterkehr-Ampulle ist. Aber gut, ja, ne, kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn es die noch in Mehrfachpackung oder sowas geben würde. Dann habe ich hier von Alverde noch drei Ampullen aus dem Adventskalender, die ich leer gemacht habe. Einmal die Straffungskur, die war okay. Und zweimal Hydroessenz. Hydroessenz fand ich richtig klasse, die hat mir richtig gut gefallen. Die hat auch wirklich meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Ja. Habe ich 5 Ampüllchen leer gemacht. Ja, dann habe ich ganz viele Masken leer gemacht. Dieses Mal war ich aber so schlau und habe mir hinten drauf geschrieben, wie ich sie fand. Zuallererst habe ich hier von Isana Hydrogel Augenpads Scheineffekt kühlend und glättend mit Hyaluron und Aloe Vera. Die haben wirklich super gekühlt und entsprechend die untere Augenpartie abschwellen lassen, habe ich von Jana mit Y aus dem Adventskalender gehabt. Die haben mir wirklich gut gefallen und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich hier gemacht von Yulakura, das ist glaube ich von Aldi Süd, schwarzer Teeextrakt und Bambuskohle, Time to Relax Tuchmaske, das ist diese hier. Da habe ich mir drauf geschrieben, dass ich die wundervoll fand, also wow. Ganz dünne schwarze Tuchmaske mit perfektem Sitz und ganz viel Feuchtigkeit. Und die kam von Lea aus dem Adventskalender. Die fand ich wirklich schön und die habe ich auch sehr, sehr positiv in Erinnerung behalten. Fand ich echt geil. Also, dass du quasi so eine schwarze Maske hast, die einfach so, so dünn ist, hatte ich, glaube ich, noch nie. Ansonsten waren die mit den schwarzen Fliesen bei mir tatsächlich immer eher dick unterwegs und haben da nicht so gut gesessen. Hier wirklich Daumen hoch und Hut ab für Aldi Süd. Ist doch von Aldi, oder? Ich glaube schon. Dann habe ich hier von Pretty Animals bei Mask Bar diese niedliche Pinguinmaske gemacht. Das habe ich auch mit euch zusammen auf Instagram getestet. Ich habe geschrieben, dass die furchtbar gesessen hat, das Vlies viel zu fest war. Sie hat aber eine Wirkung gehabt und zwar geklärt. Also dementsprechend war es wenigstens mit einer Wirkung dahinter. Es sah wirklich sehr, sehr merkwürdig aus, muss ich gestehen. Ich habe auch eine Umfrage gemacht. Was ist das für ein Tier? Nicht die meisten haben erraten, dass es ein Pinguin ist, ne? Würde ich sie mir nochmal kaufen? Nee. Auf gar keinen Fall. So, dann habe ich hier eine von Today. Das ist, glaube ich, von Edeka, die Eigenmarke. Die Tuchmaske Aqua, das ist diese hier, habe ich von den 8 Ladies in dem Paket gehabt. Ich fand die Maske solide. Also sie war jetzt nicht so ultra krass geil, aber sie war okay. Das Tuch war ein bisschen zu dick, das Serum ein bisschen zu wenig, aber gepflegt hat sie trotzdem.
Ne? Aloe Vera war da auch mit bei, das fand ich auch ganz gut. Da muss ich ja immer an die liebe Mrs. Rosaroth denken, an die Vanessa, für die ich auch weiterhin meinen Müll sammle. Ich werde sie mal fragen, ob ich das echt noch weitermachen soll. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt will. Ich mache das einfach so, ne? Proaktiv hier. Ja, genau. Also die würde ich jetzt als so lala empfinden, bezeichnen wir auch immer. Also da tut es auf jeden Fall eine von Balia auch. Dann habe ich auch eine von den acht Ladies bekommen, die Miss Spa Radiance Gold Cream Mask mit 24 Karat Gold Premium Ingredient. Die soll sehr hydratisierend sein und einen Glow geben. Und ja, die war auch wirklich sehr schön feuchtigkeitsspendend. Der Glow war wirklich sehr leicht unterwegs und ich habe mir drauf geschrieben, wenn man es weiß. Ach so, wenn man weiß, dass die Maske Glow drin haben soll, dann sieht man auch einen Glow. Okay, ja. Also kein extremer Glow. War okay. Ja, aber halt feuchtigkeitsspendend. Das ist dann halt auch wieder schon wiederum sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig bei mir tatsächlich. Hier habe ich schon wieder so eine Pinguinmaske, ne? Diese hier von Balea. Da habe ich geschrieben, dass das ein sehr dickes Vlies war. Sah natürlich fancy aus. Irgendwie sah es echt fancy aus, weil du aussahst wie ein Pinguin-Indianer. Total merkwürdig. Feuchtigkeit, hallo, habe ich drauf geschrieben. Das heißt, sie hat sehr viel Feuchtigkeit gespendet. Ja, aber da hat Balea tatsächlich auch welche, die im Standardsortiment sind, die jetzt nicht in der Limited Edition unbedingt sind und wofür man dann vielleicht mal ein paar Euro mehr, ein Euro mehr, wie auch immer, ausgeben soll. Ja, aber es war halt witzig mit dem Motiv da. Auf sowas stehe ich ja sowieso. Zweimal habe ich gemacht von Biore die Instant Warming Clay Mask. Das ist diese hier. Ja, wie gesagt, zweimal. Das ist ja quasi der Nachfolger von der One-Minute-Thermomaske, die es gibt. Und die ist tatsächlich blau. Ich finde das ziemlich cool. Ja, und die klärt halt, ne? Die verwende ich dann, wenn ich in meiner Erdbeerwoche so furchtbar irgendwie Pickelausbruch habe, Unterlagerungen oder so. Und dann mache ich mir die drauf. Mache ich meistens so, dass ich mir die unter der Dusche mache. Wenn mein Gesicht sowieso schon ein bisschen angefeuchtet ist, dann trockne ich schnell meine Hände ab, damit es nicht bei den Händen schon anfängt warm zu werden. Massiere mir die dann ganz, ganz schnell, weil die super flüssig ist. Vor allem, wenn du die in einem warmen Raum hast. Ganz, ganz schnell ins Gesicht ein. Und massiere die dann auch wirklich eine Minute rein und dann ganz schnell mit dem Kopf unter Wasser, aber so weit wie möglich weg vom Körper, weil wenn das dann runterläuft zum Körper, dann hast du es halt so auch auf dünnen Partien deines Körpers drauf, hm? Und dann könnte es sein, dass es warm wird. Ja, aber finde ich immer ganz cool, vor allem weil du danach auch dieses Gefühl von kühlend hast. Also erst hast du dieses Warme und wenn du es dann abwäschst, dann fühlt sich das an, als wäre deine Haut so gekühlt. Also ganz, ganz merkwürdig, aber richtig geil. Mir gefallen diese Masken richtig gut, vor allem weil das auch nur eine Minute ist, ne? Ruckizuck. Dann habe ich hier von Yinyu unsere Augenpatches gemacht mit Cucumber, die Sheet Mask. Nee. Das ist eine komplette Gesichtsmaske gewesen. Das waren gar keine Unteraugenpads, Entschuldigung. Hat die Haut wirklich sehr, sehr smooth aussehen lassen. Hat schön Feuchtigkeit gespendet. Ich habe ja drauf geschrieben, smooth. Oh ja, drei Ausrufezeichen, Geilomat. Ja, hat mir gut gefallen. Hat ein dünnes Vlies gehabt. Hat meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt und alles sehr weich gemacht. Und hat sich wirklich schön nachher angefühlt. Also das ist eine absolute Empfehlung. Die war richtig, richtig geil. Yinyu. Yinyu. Dann habe ich hier eine, jetzt haben wir hier aber Augenpads von Yinyu, Ginseng and Eucalyptus Under Eye Mask, genau, Wide Awake. Das sind diese hier schön, diese gewesen. Da habe ich drauf geschrieben, dass es einen schönen Glow hinterlassen hat. Die Augenringe sind futsch und das sind Gelpads. Ja, die haben mir auch wirklich ganz gut gefallen und ich mag einfach, wenn ich das unter den Augen habe und das nicht irgendwie so ein austrocknendes Vieh ist, weil dafür wäre es ja auch irgendwie kontraproduktiv, sondern wenn das halt Sachen sind, die kühlen, die Feuchtigkeit spenden. Und dann meine Augenringe oder meine Schwellungen verschwinden lassen. Genau. Dann von Starskin habe ich hier, das war in einer Box mit drin, ich glaube in einer Glossy Box, Plumping and Hydrating Biozellulose Lip Mask. Ich verstehe den Sinn von Lippenmasken ehrlich gesagt nicht so unbedingt. Man muss hier nur dran denken, dass man beide Folien entfernt, weil du hast oben und unten eine Folie dran, also quasi von beiden Seiten. Und dann hast du nur noch ein ganz, 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 ganz dünnes Patch, was du dann auf die Lippen drauf machst. Dann hast du aber sogar ein Loch so zum Atmen oder wie auch immer zum Reden. Genau, sehr schöner Effekt, Feuchtigkeit, ja. Und Schlitz in der Mitte, ja, habe ich mir drauf geschrieben. Den Schlitz in der Mitte finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Bei anderen Mundmasken schneide ich mir den gerne jetzt mittlerweile rein, weil ich das einfach irgendwie angenehmer finde, weil du da nicht die ganze Zeit den Mund so aufeinander pressen musst. Genau. Und bei diesen Lippenmasken ist es tatsächlich so, dass die Sachen auch immer nur für den Moment die Feuchtigkeit spenden. Also ob ich so eine Lippenmaske nehme oder ob ich mir einfach einen pflegenden Lippenpflegestift drauf mache,
Das war doppelt gemoppelt. Ist es relativ pelle, ne? Also deswegen muss man nicht so viel Geld für so eine Lippenmaske ausgeben und Müll produzieren, sagte sie und hatte 1000 Masken gemacht. Entschuldigung. Dann habe ich hier von Yes to Grapefruit Brightening for Dull and Uneven Skin eine Vitamin C Glow Boosting Peel-Off Mask. Habe ich von den 8 Ladies bekommen und ja, hier steht drauf, dass man 8 bis 10 Minuten die drauf haben soll und die dann abmachen soll. Die war nicht so geil. Der Alkohol, der drauf hat, brennt erst fies in den Augen, tatsächlich. Also du machst sie drauf, ne, ganz drauf gepinselt und hast es dann natürlich auch auf den Wangen. Und das geht dann ja hoch in die Augen und das war irgendwie sehr, sehr mit Alkohol durchzogen, dieses Serum. Dadurch, dass der Alkohol dann ja verdunstet, weil das ja quasi, ne, das wird ja fester im Gesicht, ist er in die Augen gezogen. Das hat echt gebrannt, meine Augen haben voll getrennt. Trocknet super schnell, ja, also wirklich, hier steht, 8 bis 10 Minuten sollst du die nur drauf lassen und es war ruckizuck, ne? Also ich habe mich nicht mal komplett eincremen müssen, da war die schon trocken. Das Abziehen ist ohne Au, also quasi ohne Schmerzen, was ich auch immer sehr charmant finde. Sie klärt das Gesicht, ansonsten hast du keinen sichtbaren Effekt. Das ist halt bei den Peel-Off-Masken meistens so, ne? Dass wenn du die dann abmachst, sieht die Haut dann soweit geklärt und gereinigt aus. Ansonsten habe ich jetzt nicht irgendwie gesehen, dass da Mitesser oder sonst irgendwas in diesem Abziehvieh drin waren. Ne? Und ich glaube, das war auch so rosa, wenn man das abgezogen hatte. Ja, genau, sieht man ja auch. So rosa war das. Ja, war okay, aber würde ich jetzt so nicht nachkaufen. Dann habe ich hier noch eine weitere Lippenmaske, die Project Lip Mask von... Nee, Project Lip Mask? Prep the Pout, keine Ahnung. Hydrating Smoothing Collagen Infused Mask, das ist diese hier. Sehr schlecht gesessen, hat spröde Lippen, aber wieder mit Feuchtigkeit versorgt. Genau, also für den Soforteffekt war das auf jeden Fall was. Ja, ne? Ansonsten bin ich kein, also ich würde mir auch jetzt nicht mehr so eine Lippenmaske kaufen. Nee, würde ich echt nicht mehr machen. Als nächstes habe ich hier von Action die Facial Sheet Mask mit Aktivkohle und Seesalzextrakt. Das ist diese schwarze Maske gewesen. Die war richtig, richtig nass. Die war nicht nur feucht, die war richtig nass, richtig durchtränkt. Hat sich super dem Gesicht so angepasst und eine wunderschöne, gepflegte und geklärte Babyhaut hinterlassen. Von Lea aus dem Adventskalender. Richtig geil. Also hat mir unheimlich gut gefallen. Ich weiß nicht, warum ich da einen lachenden Smiley drauf gemacht habe. Remove the mask, massage the remaining serum. Achso, jetzt weiß ich, warum ich da... Ja, das sind so diese Botschaften, die die Vergangenheits-Claudi an die Zukunfts-Claudi schickt, wo die Gegenwarts-Claudi sich denkt, hä? Man soll erstmal das ganze Serum einmassieren und sich dann das ganze Gesicht waschen. Das war merkwürdig, oder? Ja, ergibt überhaupt keinen Sinn und habe ich nicht gemacht. Abwaschen, von wegen. Ja, Crystal Glow Hydrogel Eye Mask. Das hier ist so eine Superheldenmaske, sage ich mal, gewesen. Die sah ziemlich cool aus. Hatte so Sparkles mit drauf, war durchsichtig und hattest du halt wirklich hier so drüber. Die war sehr dick. Und hat sich nicht wirklich der unteren Augenpartie zum Beispiel angepasst. Die Glitzerviecher, die drauf waren, hattest du nachher im ganzen Gesicht rumfliegen. Das fand ich ziemlich dämlich. Und du hattest da vielleicht einen kühlenden Effekt, vielleicht einen minimalen feuchtigkeitsspendenden Effekt. Mehr auch nicht. Also bei mir hat sie nicht wirklich was gemacht und ich würde sie auf gar keinen Fall empfehlen. Die war in der Goodiebox, glaube ich, mit drin. Ja, und für mich dementsprechend ein Flop-Produkt. Dann habe ich hier noch ein Balea-Maskengedöns, eine straffende Folientuch-Gesichtsmaske. Das ist diese hier, die ziemlich witzig ist, weil du hast oben drauf Gold und unten drunter so ein schwarzes Vlies. Und dann musst du natürlich das schwarze Vlies aufs Gesicht geben. War sehr feucht und wenn du unten unter oben geklappt hast, dann hält das auch. Genau, weil die halt so nass war, dass sie ansonsten rutscht. Und wenn du halt die untere Maske, unter die obere Maske, weil das ist so eine zweigeteilte Tuchmaske, drunter geklappt hast, hat oben, unten festgehalten und nichts ist verrutscht. Ja, und das halt feuchtigkeitsspendend. Das hat halt Feuchtigkeit gespendet. Genau, ja. Dann, last but not least, Isana Systempflege Anti-Age-Maske und Serum. Ich dachte erst, dass man dieses Serum quasi in dieses Tuch, was hier unten ist, reinmacht und dann aufs Gesicht gibt. Nee, das war separat voneinander zu betrachten. Du benutzt erst das Serum und dann die Maske, glaube ich. Warte. Nee, erst benutzt du die Maske und dann das Serum. So rum. Und du kannst diese Maske ja nur einmal verwenden.
Das heißt, du hast dann noch ganz viel vom Serum über. Bei mir waren das so ungefähr 4 Anwendungen insgesamt. Das heißt, beim ersten Mal habe ich das beides im Kombi gehabt und danach die nächsten Tage hatte ich nur noch das Serum. Das Serum war okay. Das war ein Serum halt. Ne? Hat irgendwie schon so ein bisschen Feuchtigkeit gespendet, war aber jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott. Die Maske war ein Flop, denn sie hat tierisch gebrannt. Das Vlies hat zwar gut gesessen, aber da, wo es gesessen hat, hat es halt gebrannt. Und es war halt mit viel Flüssigkeit, aber es hat halt gebrannt. Das war eine Maske, die ich vorzeitig runtergenommen habe, weil sie mir einfach gebrannt hat. Ja, das muss ja auch nicht sein. Ne? Wenn du eine Maske machst, dann solltest du dich entspannen können und nicht irgendwie ein Augefühl dabei haben. Ganz schön viele Masken. Ich zeige dir jetzt mal in der Zwischenzeit, was du in diesem Video gewinnen kannst. Und zwar habe ich eine grüne Box gepackt. Dann nehme ich das mal weg. Da sieht man das auch wahrscheinlich. Hi, fand ich ganz witzig. Also ich bin irgendwie zurzeit so ein bisschen mit Farben unterwegs. Zum einen packe ich mit in die Box von Balea die Fußhornhautentfernersocken von, ja, Balea. Feel Well. Das sind halt die, die du drauf machst, einwirken lässt. Und dann innerhalb von einer gewissen Zeit kannst du dir dann die Haut von den Füßen ziehen. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, ne? Ja. Läuft. Dann von Love Beauty and Planet Coconut Oil and Ylang Ylang. Das ist ein Duschgel, das tropisch riecht und grün ist. Dann von Mud Masky Leave Me On Winter Mask. Die ist sackteuer und ja, kommt jetzt mit in die Verlosung. Ich glaube, dieses Produkt allein kostet schon 50 Euro. Also, ne, Leute, wisst ihr Bescheid. Dann von Adele Twin Pack die Wimpern. Ja, das sind diese hier. Die kommen auch mit in die Verlosung mit rein. Ich glaube, da ist sogar ein Glue mit drin, ne? Ist da nicht sogar ein Lash Glue mit drin? Ich glaube schon, ja. Dann die Maske, von der ich eben so geschwärmt habe, beziehungsweise der Vorgänger davon, Biore Free Your Pores Aktivkohle, die One-Minute-Thermomaske. Das hier sind sogar, ich glaube, 3 oder 5 Anwendungen. Was steht hier drauf? 4. Ja, genau, das gilt gegen Claudi. Ja, richtig gutes Produkt. Von Etrebel Aloe Vera Eye Contour Gel. Das ist eine Augencreme. Und als letztes kommt mit in diese Box eine Gesichtstuchmaske und zwar die Clay Sheet Mask Soothing and Calming with Kaolin Clay. Die ist grün. Die ist zweigeteilt. Die kommt hier mit rein. Was du dafür tun musst, um an der Verlosung dieses wunderschönen grünen Paketes teilzunehmen, ist ganz einfach. Schreib mir einfach einen lieben Kommentar, wo du irgendwas mit grün reinschreibst oder irgendeinen grünen Emoji verwendest. Und wie immer solltest du Abonnent meines Kanals sein. Das bist du entweder schon oder wirst du hier unten. Am besten sichtbar, alles dazu steht unten in der Infobox und ein Däumchen wäre natürlich auch ein Träumchen. Kommen wir nun zum Körper. Ja, ich habe einen großen Körper. Ich bin 1,73 Meter, deswegen creme ich sehr viel. Ja, ich creme mich auch jeden Abend ein, deswegen geht da auch immer mal wieder was leer. Unter anderem ist leer gegangen hier von Dr. Pierre Ricot Supre Marche. Das ist so ein mit 5% AHA, so ein Körper. Milch gedünsten. Kannst du hier oben so rausdrücken mit einem coolen Pumpspender. Hat mir gut gefallen. Ja, von Marion war mega reichhaltig, einfach und schnell eingezogen. Genau, das war ein richtig geiles Produkt, was Marion, also Trisana Tandler, mir mal geschickt hat. Und das hat mir echt gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Und hätte ich nicht so viele Körperprodukte da, wäre das ein Produkt, was ich mir nachkaufen würde, wenn man es nachkaufen könnte. Weil bei Dr. Pierre Ricot ändern die öfters mal das Sortiment, habe ich gesehen. Eine Bodylotion, die ich aussortiert habe, ist hier von Isana, die Bodylotion aus dem Adventskalender. Ich konnte den Duft überhaupt nicht ertragen. Ich fand das furchtbar. Ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll. Ganz furchtbar. Es ist so, möchte gern cremig, möchte gern weihnachtlich, möchte gern süß, möchte gern gut riechen, kann aber nicht gut riechen. Nee, und selbst wenn das so ein kleines Produkt ist, ich habe es nicht benutzen können. Weil wenn ich Produkte habe, die ich so furchtbar vom Duft finde, dann benutze ich sie einfach nicht. Ciao. Dann habe ich ein weiteres Produkt von Dr. Pierre Ricot verwendet. Das ist hier die Cold Cream. Die ist eigentlich für das Gesicht, aber die habe ich im Gesicht irgendwie, das hat nicht funktioniert. Also ich habe die morgens drauf gemacht und darüber habe ich dann ja von Bare Minerals den Sonnenschutz gegeben. Die haben sich nicht so miteinander vertragen. Das heißt, ich wollte das von Bare Minerals ja aufbrauchen und habe das dann zweckentfremdet und habe die Cold Cream dann auf meinen Körper gegeben und auf meine Füße. Ja, da war die super. Im Gesicht war die auch super, wenn ich die Solo verwendet habe, aber ich wollte ja definitiv noch einen Sonnenschutz drüber geben. Deswegen hatte ich eine kleine Zwickmühle, in der ich gesteckt habe und dann muss man sich halt entscheiden, was man tut.
Und da die Produkte halt auch nicht Ewigkeiten haltbar sind, habe ich das dann halt für den Körper weiterverwendet, vor allem für die Füße. Und da war das richtig gut. Es war halt ultra reichhaltig und dafür ist sie auch gedacht. In dem Moment, wo ich sie verwendet habe, war es draußen halt auch echt nicht so bitter kalt. Deswegen wäre das fürs Gesicht auch relativ unsinnig gewesen. Und ja, also, ne? Halt fürs Körpergedönsen. Ein Produkt, was ich auch für die Füße verwendet habe, was ich gut fand, das war eigentlich für Gesicht und Körper, habe ich für die Füße verwendet, von Alverde die Soft Creme mit Bio Aloe Vera und Bio Jojoba, war im Adventskalender, hat mir richtig gut gefallen. Es war halt eine richtige Soft Creme, war sehr schön, hat gut gerochen, ich mochte das, das fand ich schön. Doch, die würde ich mir auch in groß kaufen und verwenden für den Körper oder vor allem für die Füße, weil da hat mir das gut gefallen. Vor allem die Größe fand ich ganz gut für die Füße, ja. Für den Körper, was ich cool fand, ist hier von The Body Shop die Strawberry Body Butter. Das ist diese hier, die hatte ich im Adventskalender mit drin. Die fand ich toll. Die hat so schön nach Erdbeere gerochen. Ich mag den Duft, ne? Na, es hat richtig schön fruchtig gerochen und ich habe die gerne verwendet. Die ist halt relativ fest, ja. Aber hat sich gut verteilen lassen. War jetzt für den Winter ganz gut. Also da kann man auch gut Body Butter verwenden. Gerade von The Body Shop, die Body Butters, kann man dann gut verwenden. Ja. Ja. Würde ich im Sommer aber nicht nehmen, weil mir die dann zu reichhaltig wäre. Ebenfalls von The Body Shop. Strawberry von Jana mit Y aus dem Adventskalender. Eine Handcreme. Die stand bei mir am Bett. Die hat gut gerochen. Die hat mir gut gefallen. Und die hat die Haut auch gepflegt. Die ist gut eingezogen. Und war toll. With cold pressed strawberry seed oil. Ja, merkst du was, ne? Etwas für den Körper, was ich furchtbar fand, ist von Espa. Detoxifying Body Oil. Das war in der Box mit drin. Das habe ich, also ich habe so viel verwendet für zwei Anwendungen. Für meinen ganzen Körper halt, ne? Ich habe gerochen wie Chlorreiniger, Leute. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Es ist irgendwie schade, weil das teures Produkt ist, schöne Verpackung, hochwertige Verpackung. Ich habe auch aktuell eine Gesichtscreme von Espa auch wieder in genauso einer Verpackung bei mir stehen, weil ich das auch so schön finde, war auch irgendwo in einem Adventskalender mit drin. Aber das hat so furchtbar gerochen. Bah, Natural Beauty Inner Calm. Ja, ich mag ja nicht so gerne zitrische Düfte und das hat sich hiermit wieder bewahrheitet. Das riecht wie Chlorreiniger, Leute. Bäh. Nee. Dann habe ich hier ein Produkt, das hatte ich im Adventskalender von Sandra. Das hat sie selber gemacht, mit Liebe selbst gemacht. Das war ein Körperpeeling. Selbstgemachte Körperpeelings sind echt so eine Sache für sich, ne? Irgendwie sind die ganz geil, aber du siehst dann aus wie Sau, ne? Das muss ich auch dazu sagen. Also vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Hat mir gut gefallen, tatsächlich. Auch wenn es irgendwie eine Überwindung war, sich so dreckig unter der Dusche zu machen. Aber ich fand's cool. Und ich fand das irgendwie, du bist da mit einem besseren Gefühl einfach dran gegangen, als wenn du halt was aus der Tube nimmst, weil du weißt, das hat jemand wirklich selber gemacht mit Inhaltsstoffen, die jetzt nicht irgendwie unbekannt sind, sondern sie hat das wirklich, ne? Das war schon irgendwie, es hat sich alles sehr natürlich auch angefühlt. Das war sehr positiv. Dann habe ich hier von Velida Forest Harmony Shower eine Duschgel-belebende Tanne gemacht. Das war ziemlich ulkig, denn als ich dann tatsächlich auch im Bad war und geduscht habe, während auch mein Freund im Badezimmer war, sagt er auch auf einmal, boah, was riecht hier so nach Wald? Ich. Genau. Ein cremiger Waldspaziergang, leider nicht schäumend, aber pflegend. Genau. Das habe ich mir hier hinten draufgeschrieben. Genauso hat es gerochen. Wie ein Waldspaziergang. Richtig geil. Hat mir gut gefallen. War im Velida Adventskalender. Aber sowas würde ich niemals im Sommer verwenden. So, von Revoten habe ich diese Creme bei Bindegewebsschwäche genommen. Die war auch mal in der Box mit drin. War ein relativ teures Produkt. War sehr, sehr reichhaltig. Hat sich aber schön angefühlt auf der Haut. Würde ich mir aufgrund des Preises nicht nachkaufen. Jo, ne? Die Tube ist auch leicht zerstört hier, weil ich hier dran rumgepresst habe, wie eine Irre immer. Weil ich das Produkt rauskriegen wollte, weil das halt echt fest war, ne? Und die Verpackung ließ sich aber gut drücken, deswegen hat das gut funktioniert. Eigentlich musst du sowas langfristig verwenden. Hier steht auch Anwendung mindestens über 8 Wochen. Nee, nee, so lange habe ich nicht gebraucht. Also ich habe sie vielleicht 3 Wochen maximal verwendet, ja. Genau, war eine gute Körpercreme, aber ob sie gegen Bindegewebsschwäche hilft, kann ich so nicht beurteilen.
gehen wir über zu der dekorativen Kosmetik, die ich ja dieses Jahr über in meiner Box sammle. Wo dann jetzt ja auch mein NARS-Lippenstift wieder rausgezogen ist, hier in meine Lippenstiftgeschichte, weil ich jetzt ja den Anspitzer habe. Richtig gut. So, heute ist tatsächlich, sind zwei Sachen leer gegangen. Zum einen diese Benefit Foundation, Hello Happy Flawless Brightening. Das war halt hier so eine Luxusprobe mehr oder weniger, die man kaufen konnte. Luxusprobe ist gut, kostet 16,99 oder so. Kriegst du hier nicht aufgedreht, weil das irgendwie so komisch verschlossen ist. Das heißt, den letzten Rest vom Schützenfest kriegst du hier nicht mehr raus. Wie man sieht, passt sie. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Würde sie mir auch tatsächlich in groß kaufen, wenn ich nicht so viele Foundations noch da hätte. Aber das ist auf jeden Fall eine extrem empfehlenswerte Foundation für trockene Haut. Und ich habe das in der Farbe 2. Passt farblich im Winter bei mir auch perfekt, ne? Richtig geil. Auch heute leer gegangen ist der Primer, den ich heute da noch drauf gemacht habe von Maybelline Face Studio Prime Hydrating Primer. Den hatte ich im Adventskalender. Den fand ich echt schön, ne? Also der hat nicht gekrümelt oder so. Der hat sich vor allem mit dieser Foundation, weil das habe ich ja dann häufig in Kombi getragen, sehr, sehr gut vertragen. Die haben echt schön zusammen performt und deswegen kann ich den auch wirklich von Herzen empfehlen. Hat mir gut gefallen. Eine Mascara, die ich ebenfalls richtig geil fand, ist diese hier von Too Faced, die Damn Girl Mascara. Fand ich klasse. Hatte ich mir halt auch in so einer Luxusprobe geholt. Und hat halt so ein mega Oschi-Bürstchen und ihr habt mich sehr, sehr häufig, als ich diese Mascara getragen habe, gefragt, welche Mascara ich gerade verwendet habe. Und es war so gut wie immer diese hier. Das habe ich euch dann auch immer geschrieben, denn ich antworte auf eure Kommentare ja auch so weit, wie ich das hinkriege, ne? Genau, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Finde ich sogar besser als die Bella Zen Sex Mascara. Genau. Ein Parfüm ist leer gegangen. Das hier aus dem Clinique Adventskalender Aromatics in Black. Das ist dieses hier. Das hat mich ziemlich enttäuscht. Also den Duft fand ich okay. Also das war jetzt nicht irgendwie überwältigend. Das war halt sehr weiblich süß, würde ich mal so sagen, vom Duft her. Ja, aber nicht langanhaltend. Also der hat auch wirklich nicht lange gehalten. Den hätte ich dann immer wieder nachsprühen müssen. Aber ich sprühe mir auf der Arbeit, um ehrlich zu sein, eigentlich kein Parfüm nach. Ja, deswegen haut es mich nicht so von den Socken. Dann habe ich ein Puder leer gemacht von Too Faced, das Born This Way Puder. Translucent, fand ich auch ganz cool. Hatte ich, glaube ich, auch in dem Adventskalender mit drin. Da habe ich irgendwann den Stopper, beziehungsweise dieses Viech, was hier drauf war, entfernt, weil ich einfach kein Produkt mehr rausbekommen habe. Fand ich am Anfang besser als später, weil ich denke, später ist es einfach zu trocken geworden. Ansonsten hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Finde ich gut. Fand ich klasse. Doch, war sehr soft auch auf dem Gesicht und empfehlenswert. Eine Mascara, die mir nicht so gut gefallen hat, ist von Smashbox, die Full Exposure Mascara. Exposure, ne? Nicht Explosure. Ich verwechsel das immer. Die wird jetzt aussortiert. Die ist nämlich noch nicht leer. Die habe ich nur ein paar Mal verwendet. Die ist mir tatsächlich zu mau. Die hat ein riesengroßes Bürstchen, was eigentlich vermuten lässt, dass sie ordentlich Volumen und Länge und was nicht alle zaubert. Macht sie aber nicht. Hier steht auch gar nicht drauf, was sie machen soll. Die Jet Black Mascara, keine Ahnung. Die wird jetzt auf jeden Fall aussortiert, weil sie einfach für mich zu wenig war. Sie hat so wenig Ergebnis gemacht. Ich mag das gerne, wenn ich heftige Wimpern habe, weil ich trage ja keine künstlichen Wimpern. Das soll eine Mascara bei mir machen. Ja, hat sie nicht gemacht. Dann darf sie halt gehen. Kommt dann natürlich nicht in meine aufgebrauchte Kosmetikkiste. Dann habe ich noch ein weiteres Parfüm leer gemacht und zwar das Zarco Perfume. Das hatte ich in der Goodiebox mit drin. Das fand ich unfassbar gut. Hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Ein ganz toller, blumiger Duft, der auch sehr lange anhaltend war. Oh, richtig, richtig gut. Also der ist recht teuer, deswegen werde ich mir den nicht nachkaufen. Und bevor ich mir irgendwelche Parfüms kaufe, werde ich sowieso das leer machen, was ich da habe, denn ich habe noch irre viel da. Und das ist auch erstmal sowieso mein Bestreben, dass ich so meine Vorräte, gerade was dekorative Kosmetik angeht, aufbrauche. Ja, ich werde aber trotzdem das ein oder andere Schätzchen noch nachkaufen, weil ich da Bock drauf habe. Bei Parfüms sieht es aber ein bisschen anders aus. Da wird aufgebraucht. Genau. Und das fand ich schön. Hat mir gut gefallen. Kann ich sehr empfehlen. Langanhaltender Duft auf jeden Fall. Mega. Meinen geliebten Augenbrauenstift von Dr. Pierre Rico habe ich leer gemacht, beziehungsweise ich kann ihn nicht weiter anspitzen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Er löst sich auch und er bricht hier oben nur noch, ne? Es geht leider nicht mehr. Das war für mich oder ist für mich die perfekte Farbe. Es ist der perfekte Stift. Der Spoolie hier hinten ist auch wundervoll, hat sich nur jetzt ja auch schon wieder gelöst. Wenn ich irgendwann mal in meinem Leben keine Augenbrauenprodukte mehr in meinen Backups habe und ihr habt gesehen, ich habe doch ein paar, kaufe ich mir
diesen nach. Den mag ich noch lieber als den Catrice, den ich gerade benutze. Date with Ashton Eyebrow Stylist, genau. Weil der einfach farblich viel, viel besser passt. Der hier ist noch aschiger, aber nicht zu dunkelaschig. Das heißt, es passt 1A zu meinen Augenbrauen. Ich finde den, den ich jetzt von Catrice habe, nicht hundertprozentig optimal. Da ist der hier derjenige welcher. Und dann habe ich noch einen Eyeliner leer gemacht. Und zwar von BH Cosmetics, den Liquid Eyeliner. Genau, das ist dieser hier. Das ist ein Filz Eyeliner, der hat mir sehr gut gefallen. Hat aber nicht so lange gehalten wie jetzt zum Beispiel der von Feind. Der von Feind von Amazon, aus der Amazon Eigenmarkengedönsgeschichte, der aktuell in meiner Routinengeschichte mit drin ist. Hält einfach. Der hier ist recht schnell ausgetrocknet, also so 1,5 Monate. Und dann ist bei mir so ein BH Cosmetics Filz Eyeliner Stift leer. Leider. Der malt dann vor allem nicht mehr auf so Glitzerlidschatten und sowas. Und das sollen die bei mir tun, denn ich schminke mir solche Looks mit euch zusammen. Kommen wir nun zur letzten Kategorie und das sind die Haare. Bei Haaren ist es immer eine andere Geschichte als bei Gesichtsprodukten tatsächlich. Bei Gesichtsprodukten ist es so, dass die Haut gerne immer wieder das gleiche Produkt hat und sich an das Produkt gewöhnen durfte, sage ich mal, damit sie sich nicht umgewöhnen muss. Bei den Haaren ist es eine andere Geschichte. Und weil ich das weiß, nehme ich dienstags und freitags, also an den Tagen, wo ich auch eine Haarkur verwende, immer noch ein anderes Shampoo als das, was ich regulär verwende. Ja, meine ganze Routine, was Haare und so weiter angeht, ist eingespielt, aber für den Außenstehenden vielleicht ein bisschen kompliziert. Für mich nicht. Genau. Ja, auf jeden Fall habe ich dann zu den Zeitpunkten, also dienstags und freitags, dieses Shampoo hier verwendet von Ahuhu Koffein Thickening Shampoo. Das war ein Shampoo, was ziemlich gestunken hat, muss ich wirklich sagen. Da hat mir der Duft überhaupt nicht gefallen. Das war eher friseurmäßig, Kraft und Fülle mit Koffein. Ja, also ne, der Duft, wie gesagt, nicht so ganz meine Welt, war eher männlich unterwegs. Hatte ich im Adventskalender von Parfüm Dreams, dem Herr Adventskalender, glaube ich. Ja, wie so ein männliches Duschgel riecht das tatsächlich. Und da ich halt eher so der blumige, fruchtige, weibliche Typ bin, war das überhaupt nicht meine Welt. Aber für dienstags und freitags war es okay. Es hat aber meine Haare echt schön gemacht. Muss ich ehrlich dazu sagen, auch wenn der Duft furchtbar war. Manchmal muss man dann halt dazu duschen. Und ja, es hat halt wirklich Kraft, Fülle, Leben, keine Ahnung, Glanz in die Haare mit reingebracht. Und deswegen fand ich das echt gut. Ja, aber es hat gestunken. Das war halt bitter. Dann habe ich diese Haarkur verwendet, die auch echt spackig aussieht, denn wir haben sehr kalkhaltiges Wasser bei uns. Die hatte ich im Adventskalender von Jana mit Y. Das ist von Isana die Blütenkraft Intensivhaarkur mit Tiare-Blüte und Kokosöl. Hier konnte ich über das Kokosöl doch etwas hinwegsehen, denn die Pflege von dieser Haarkur hat mir ganz gut gefallen. Also sie war jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, richtig geil, so wie zum Beispiel das Banana Hair Food von Garnier. Das ist noch besser. Die war einfach in Ordnung, ne? Also ich weiß nicht, meine Haare haben sich entsprechend gepflegt danach gefühlt. Der Duft war okay. Also Kokos hast du hier nicht wirklich gerochen. Das war halt mehr diese Tiare-Blüte oder es hat einfach blumig gerochen. Ja, würde ich mir aber so nicht nachkaufen, weil das für mich halt nicht den Pflegeeffekt hat, den ich gerne hätte. Genau. Dann habe ich dieses Duo verwendet von Sebastian Dark Oil mit Jojoba und Arganöl, genau, Shampoo und Spülung, das sind diese Produkte gewesen. Auch die waren im Adventskalender von Parfüm Dreams, glaube ich, mit drin. Duft auch eher männlich, Optik eher männlich, Pflege war aber da. Also ich habe sie dann, ich glaube, eine Woche oder so verwendet, dann waren sie halt leer. Und ja, war okay, hat tatsächlich, also vom Duft her okay, von der Pflege her war es mega. Ich weiß nicht, muss ich mir jetzt immer nur noch stinkende Haarsachen kaufen, damit sie auch meine Haare wirklich pflegen? Das ist ziemlich frech eigentlich, ne? Weil ich hätte gerne Produkte, die halt auch gut riechen und gleichzeitig eine ordentliche Pflege geben. Aber irgendwie hat mich diesen Monat gelehrt, oder dieser Monat hat mich gelehrt, dass ich auch mal so ein bisschen mit Nase zu duschen gehen sollte. Ja, die haben auf jeden Fall sehr gut gepflegt, was aber natürlich auch am Arganöl liegt und auch daran, dass ich in letzter Zeit relativ häufig, also häufig, ne, einmal die Woche mache ich eine Ölhaarkur. Das heißt, ich mache mir das Arganöl rein in die Haare, hier unten in die Haarspitzen und das arbeite ich mir so ein ins trockene Haar, mache mir dann meinen Bommel und erst am nächsten Tag abends, also 24 Stunden später, wasche ich das aus. Da läufst du natürlich einen Tag mit mau aussehenden Haaren durch die Gegend, aber hast danach echt geile Haare. Also man sieht es auch, ne? Ich habe krassen Glanz aktuell in meinen Haaren. Das ist ja meine Naturhaarfarbe. Die sehen ja immer so schön strähnig aus, so als wären sie gefärbt. Sind sie ja natürlich nicht. Auf jeden Fall
ein gutes Duo, was leider nicht so meinem Näschen entsprochen hat, aber gut gepflegt hat. Dann habe ich hier eine Haarspülung verwendet von Pure 97. Oh, die hat nicht so gut gerochen. Hat aber gut gepflegt. Aha. Genau, ja, definitiv. Und die habe ich halt auch in Verwendung mit diesem Winter Protect Shampoo aus dem Adventskalender von Jana mit J verwendet. Das ist jetzt alles etwas verkrubbelt. Die beiden in Kombi, richtig geil. Wobei ich da sagen muss, dass mir das Shampoo vom Duft her richtig gut gefallen hat. Danach habe ich aber das hier in meine Spitzen gegeben und dann war es das mit dem schönen Duft. Aber ja, Enzian und Quellwasser, es hat sehr stark nach, ich weiß nicht was, gerochen. Nicht so geil. Irgendwie. Aber dafür das. Ausgewogenheit. Ja. Kann ich auf jeden Fall beides empfehlen. Dann habe ich hier von This Is It, genau, das hatte ich im Action gekauft, Repair One Minute Miracle Mask für die Haare verwendet. Hatte einen Friseurduft, nicht so angenehm. Also ich mag Friseur-Shampoo-Düfte ehrlich gesagt nicht so wirklich. Hat aber ein schönes Ergebnis gegeben. Und eine Minute nur so eine Haarmaske rein, das finde ich immer großartig. Und danach habe ich immer ganz schöne, weich, geschmeidige Haare, das gefällt mir. Ja, habe ich vor ein paar Wochen verwendet und trotzdem denke ich jetzt, ich könnte es fühlen, kann ich aber nicht. Empfehlenswert. Ihr Lieben, das war mein Aufgebraucht-Video. Hammerhart. Ich habe hier mal wieder fast eine Stunde gerissen, glaube ich. Das war's. Ne? Denk an die Verlosung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und plattgemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!